Bei Sturm der Liebe kann Vincent nicht fassen, dass Anna seine Niere nicht annehmen will, obwohl er keine Beziehung als Gegenleistung erwartet. Anna will sich stattdessen auf die Spenderliste setzen lassen und verlässt das Krankenhaus. Auch ihre Mutter Nicole versucht vergeblich, auf sie einzuwirken. Philipp bittet Anna, wenigstens seine Niere anzunehmen, doch auch das lehnt sie ab. Philipp versteht nicht, warum sie ihr Leben so leichtsinnig aufs Spiel setzt und macht Anna eine wachrüttelnde Ansage. Unterdessen hat Markus zu Christophs Unmut bei der Polizei jegliche Schuld abgestritten. Daraufhin versucht Christoph, Werner einzuspannen, um Markus mit einer falschen Verdächtigung zu belasten. Bei einer Gesellschafterversammlung wählt Katja Markus als neuen Geschäftsführer für ihr Weingut. Davon ist dieser sichtlich irritiert, denn er versteht nicht, warum Katja auf seiner Seite ist, sich gleichzeitig aber immer wieder distanziert verhält. Ob Markus die Wahrheit herausfindet, zeigt die ARD am Montag um 15:10 Uhr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe.